Herzlich willkommen zu Mimbi TV, dem intellektuellen Reisemagazin für rüstige Rentner und kluge Kunsthistoriker. In den folgenden 3 Stunden zeigen wir Ihnen die schönsten Sehenswürdigkeiten der toskanischen Perle Florenz. Die 59 vor Christus erbaute Stadt ist bekannt für ihre kulturellen Schätze, besonders für die Kunst. Berühmte Künstler der Renaissance wie Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ey! Was für eine So ein Dreck? What the fuck ist denn das? Dreckmüllfahrer! Wer hat denn den geschrieben hier? Hier laufen noch keine graumelierten Typen mit Rollkragenpullis rum. Scheiße nochmal! So, jetzt geht's mir besser. Jetzt aber mal weg mit dem ganzen Kulturmüll hier, sonst kriege ich noch eine zerebrale Implosion. Also Leute, diesmal hat mich Ubisoft bestochen, eingeladen, damit ich mir in der Toskana ihr Zeug anschaue. Nervige Mittelaltermucke, lahme Schwertkämpfe ohne Blut und ohne Gedärme und ein Typ, der in Weiberklamotten auf Stelzen durch die Gegend läuft. Und, überall nur nackte Männer. Ey, ein Treffen vom ersten FC Höllengay oder was? Keine Angst, auch wenn Ubisoft eine französische Firma ist, ging es hier dann doch nur um ein Spiel, nämlich Assassin's Creed 2. Grandioses Geballer, bestbestückte Babes und derbe Drifts. All das bietet Assassin's Creed 2 nicht. Im Grunde setzen euch die Froschschenkelverspachtler denn genau das vor, was man in der Kantine auch jeden Tag bekommt. Was Aufgewärmtes. Aber das halt schick hergemacht, wie eine 40-Jährige, die auch mal einen abgreifen will. Denn wie im ersten Teil klettert ihr auf Gebäuden rum und meuchelt euch fröhlich durch mittelalterliche Großstädte. Never change a running Gelddruckmaschine. Kurz, Assassin's Creed 2 sieht aus wie der erste Teil und spielt sich wie der erste Teil. Und täglich grüßt das Murmeltier. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. AC/DC beispielsweise beherrschen seit Jahrzehnten auch nur einen Riff, schleppen aber trotzdem massig Groupies damit ab. Passt also irgendwie schon immer. So, und jetzt freue ich mich schon mal auf das nächste Event. Zum Rasenmäher-Simulator. Muahahaha! Die, die, die!